Schön, dass du wieder dabei bist auf unserem Kanal. Falls du noch nicht dabei gewesen bist, ein herzliches Willkommen von uns. Wir fahren heute zum Grand Opening eines Shopping Centers von dem Robinson Lifestyle. Das erwartet dich. Du siehst es schon. Shows, Einkaufen, schöne Frauen etc. All das, was zu einer Eröffnung eines Shopping Centers dazugehört. Das ist das Shopping Center Robinson, wo man sagt, das ist Eat, Shop and Play. Also alles zusammen. Wo ist das? Das ist in Chalon. Chalon ist die andere Seite der Insel, der Ostteil. Du machst wahrscheinlich immer im Westen Urlaub. Der Ortsteil Chalon ist übrigens auch dadurch bekannt, dass hier die Speedboote zu den Inseln rausfahren. Das hier, der Wat Chalon, ist der größte und schönste Tempel Phukets. Und hier geht's auch zum Big Buddha, der runterschaut auf Phuket. Ja, hallo Freunde von Sea Phuket. Wir sind wieder unterwegs und heute eröffnet hier ein mega, mega Einkaufszentrum. What's the name of the shopping center? Robinson in Chalon. Robinson, genau, Robinson Lifestyle. Mega Teil, auch so viele Leute hier schon sind heute. Sieht man auch selten, dass so viele Leute bei einer Eröffnung dabei sind. Der Baumarkt, der nebenan ist, da war kein Mensch. Und hier ist es voll. Ich zeige euch mal rum hier. Der Parkplatz ist voll. Das ist ein Riesenteil. Alleine die Motorräder da hinten, alles voll. Und es ist ein Riesenzentrum geworden, direkt neben einem großen Baumarkt, dem Thai Wasadu. Und wir gehen mal rum. Also hier gibt es mehrere Eingänge, das ist echt Wahnsinn. Soll eigentlich um 10 Uhr losgehen, wir haben es jetzt schon 10 nach 10. Aber das wird bestimmt spannend und wir gehen nochmal rum zu den anderen Eingängen, gucken, was da so los ist. Also hier ist ja wirklich was los. Sie kommen alle von überall. Und guck mal, hier ist schon auf. Der Eingang ist auf. Da hinten ist noch ein weiterer Eingang. Da stehen noch die Leute. Und hier können wir schon reingehen. Und wir gehen rein. Wir gehen rein. Samadhi Kap. Kap Kun Kap. Kun Kap. Oh. Wein gibt's hier. Oh. Guck hier, das ist Thailand. Toll. Toll, 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 toll. Wow. Hier wartet man auf die Kunden. Alles ist neu. Sawadee ka. Alles ist brandneu hier. Darling, how do you feel about being here? One of the first customers. Eine der ersten Kunden hier. Oh, guck mal da. Bakery. You see the bakery over there? Yes, I see. Oh, da gucken wir mal her. Bäckerei. Oh. Was haben die denn Schönes hier? Das sieht aber auch lecker aus. Schokoladenfroissons. Crazy, total toll hier. Boah, ich drehe mich mal rum hier. Hier gibt es so viel zu sehen. Also in diesem Einkaufszentrum soll man nicht nur einkaufen können, sondern auch spielen können. Und Restaurants soll es hier geben. Ja, haben wir ja schon gesehen. Many foods here. Many foods here. Ja, was gibt's denn hier zu essen? Oh, ich sehe gerade Softeis hier. Komm, wir gucken uns mal die Softeismaschine an hier. Da sind sie noch dabei, die aufzubauen hier. Die ist noch ganz brandneu. Die lernen noch, wie das geht. Oh, dein Mai? So ein Mark. Oh. Ein Pommes. Oh, ich hab gut Mark. Oh. Guckt euch an. That's Thailand. Happy, friendly people. Ja. Yeah. Super. Thailand. Es gibt nichts Schöneres. Oh, was gibt's hier denn Schönes? Boah. Okay, for you. Go one more level up. Wir können noch einen weiter hochgehen. Free ice cream. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Wow, Cinema. Da oben ist ein Kino.
Uiuiui, guck mal, hier kann man gucken, was es alles gibt im neuen Robinson Free Level. Und hier unten und wonach riecht es hier? Es riecht natürlich nach Popcorn. Was gibt's denn in Thailand im Kino zu sehen? Da kannst du dann deine Tickets kaufen demnächst. Dann kannst du in Thailand nicht nur frische Früchte bekommen, die sie schon für euch geschnitten haben. Nein, du bekommst auch Sushi. Das Stück 10 Baht, also 26 oder 27 Cent. Das ist doch was. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Aloy, aloy, aloy. Oder hier Smoothies mit frischen Früchten. Hier und Shabu Shabi. Das ist lecker. Das kennen ja auch die Leute, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, mit den Japanern. Da gab es das auch. Sehr lecker. Okay. So, ich darf probieren. Tapu Makap. So nett die Leute hier. Aloy Mark. Ist richtig lecker. So, jetzt habe ich mir an dem Stand so eine Tüte gekauft. Da kommt die Tüte natürlich nochmal in die Tüte rein, damit man es bequem nach Hause tragen kann. So ist das hier in Thailand. Sawai ma, khap kum ma ka. Not now, coming soon. Oh, khap. Coming soon, coming soon. Khap om, khap kum ka. Khap kum ka. So, wow. Hier gibt es einen Fahrstuhl. An diesem Fahrstuhl haben sie rangemalt, was man hier alles machen kann. Da oben steht zum Beispiel Eat, Shop, Play. Und dementsprechend haben wir eben gefragt, wo ist denn Play? Wir wollen auch ein bisschen Play machen. Aber Play ist noch nicht da, hat man uns erklärt, vom Shopping-Management hier. Und dementsprechend, tja, noch nicht da. Kommt vielleicht ein bisschen später. Ist auch gedacht für Kinder, haben sie gesagt. Wohl doch nichts für uns. Tradition, so cool hier. And darling, do you see the car shop? Yes. Always. Immer im Shopping Center siehst du, dass sie Autos verkaufen. Haval. Habt ihr das schon mal gehört? Haval. Bauen schicke Autos. Oh, schicke Mädchen hier, wie du siehst. Sehr hübsch. Der Blinker Cup. So, ja, gehen wir. Hier, das ist auch Haval. Sehen schick aus, sind China-Autos. Qualität muss man so ein paar Abstriche machen, habe ich gehört. So. Ja, Haval von GWM, GWM, Great Wall, Motors, China. China. I need China. Chin, Pratit Chin. Was soll der kosten? Oh, nicht ganz 1 Million. Sieht doch schick aus von innen, oder? Ja, und da stehen die Leute von Ford.
Das sind ja Autos, wo ich sage, wow. Sawadee krab. Das sind Autos hier. Ja, klasse. Klasse. So ein Auto zu fahren, das ist schon toll. Ja, und auch ganz wichtig hier, iStudio, der Apple Reseller von Thailand. Hier kriegst du dein iPhone gekauft, dein MacBook und alles, was du brauchst in Thailand. Ja, cool. So, wait, Pemnung Agap. So, so da. Oh, hi. iStudio, bei Kapuai. 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 Ja, das ist super toll hier, Thailand. Wow. Großartig. Jetzt habe ich ein iStudio T-Shirt oder eine Tasche. Ich glaube, eine Tasche ist geworden. Thailändische Frauen tragen natürlich Unterwäsche, aber die Körbchengröße, naja, dazu muss ich nichts sagen, oder? Ich zeig's euch mal. Ja, so ist das hier in Thailand. Alles nicht so groß, nicht so ausgeprägt, wie wir das aus Europa kennen. But I know see Thai people, we have big boobie, but not need to use it to lose money. Thai-Frauen brauchen doch gar kein Boob, kein Bar. Guck mal hier, das Größchen. Ah, da ist dann so eine Einlage drin. Also, das gaukelt dann ein wenig mehr vor. Wenn du hier etwas essen möchtest, dann musst du an diesen Stand gehen, den du gerade gesehen hast. Dann kaufst du so eine Karte mit einem Wert, den du vorgibst. 100 Baht, 200 Baht. Dann gehst du mit an den Stand, wo du was kaufen möchtest zum Essen. Bezahlst damit sozusagen und alles, was noch auf der Karte geblieben ist, kannst du dann wieder abholen. Taurai Mai? Taurai? Gut, Passatai Dai Mai? Oh! Kapkun Kap! Same there. ใช่เหมือนกันในเดิมพอมาในท้องบริษัทฉลองบริษัทฉลองของเราวันนี้ถือว่าพลาดนะคะจะต้องเสียใจแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหน้านี้นะคะแผนกผักผลไม้ของเราค่ะวันนี้เราผลผลไม้ใช่ไหมใช่ค่ะสมุนไพรกินกับรสผักกินอร่อยใช่ไหมอร่อยได้ชิมได้ชิม und Fleisch haben die hier ist ja wow. Also für jemand, der im Ausland lebt, ist das schon was Tolles. Shashlik, Sausages, Kebab. Look sausage and turn back, look barbecue there. Oh, Sausages und hier gibt es den Grill dazu, genau. Ja. Oh ja. Eat my favorite. Gürkchen. Oh. Hui, aus der Kälte in die Wärme. Ja, Riesenteil, ja. Also, wenn ihr nichts zu tun habt im Urlaub, fahrt in dieses Shopping Center, da bekommt ihr alles. Neue Robinson in Chalong, in dem Ortsteil Chalong von Phuket. So, und ich habe noch hier die Reste von der Schokolade in der Hand, weil es gab überall Proben. Die musste man ja unbedingt probieren. Ja, wir sagen Tschüss, bye bye von Phuket. Bye bye. Tschüss, see Phuket.